Welcher dieser beiden Lackaffen ist nun unser Mr. Bingley? Das ist der rechte und das links ist seine Schwester. Und der Mensch mit der hochgezogenen Augenbraue? Das ist sein Freund, Mr. Darcy. Und ihm gehört halb Derbyshire. Die deprimierende Hälfte. Wir gehören zu den besten Fleischern in der Grafschaft. Wenn ich die Damen im Chor vorstellen dürfte. Sie ist das hübscheste Geschöpf, das mir je unter die Augen kam. Aber auch ihre Schwester Elizabeth ist ein erfreulicher Anblick. Sie ist recht passabel, zugegeben. Aber nicht schön genug, um mich zu reizen. Mr. Darcy. Miss Elizabeth. Darf ich um den nächsten Tanz bitten, Miss Elizabeth? Sie dürfen. Sagte ich Mr. Darcy soeben den nächsten Tanz? Du wirst ihn bestimmt als sehr liebenswert empfinden, Lizzie. Was mir sehr ungelegen käme, da ich schwor, ihn bis in alle Ewigkeit zu hassen. Ich höre so viel Unterschiedliches über sie, dass es mich ganz verwirrt. Ich hoffe, Ihnen künftig mehr Klarheit zu verschaffen. Miss Elizabeth, ich habe vergeblich mit mir gerungen, aber ich ertrage es nicht länger. Die letzten Monate waren eine Qual. Nur um Sie zu sehen, kam ich nach Rosings. Ich wollte Sie sehen. Ich rang gegen meine Vernunft, die Erwartungen meiner Familie, den gesellschaftlichen Abstieg aufgrund Ihrer Geburt, aber all das bin ich gewillt außer Acht zu lassen und möchte Sie bitten, meiner Qual ein Ende zu bereiten. Ich verstehe nicht, was Sie... Ich liebe Sie. Auf das Glühendste. Bitte erweisen Sie mir die Ehre und nehmen Sie meinen Antrag an. Sir, ich weiß, Ihr Ring zu würdigen. Und wenn Sie durch mich Schmerzen erlitten haben, so tut es mir leid. Glauben Sie mir, es geschah in Unwissenheit. Ist das Ihre Antwort? Ja, Sir. Wollen Sie mich zum Narren halten? Nein. Weisen Sie mich zurück? Ich bin sicher, dass die Beweggründe Ihres langen Rings Ihnen dabei helfen werden, darüber hinwegzukommen.